Alles steht in Flammen. Und was alles steht in Flammen? Das Auge steht in Flammen. Formen stehen in Flammen. Sehbewusstsein steht in Flammen. Sehkontakt steht in Flammen. Und was an zu fühlenden Dingen bedingt durch Sehkontakt entsteht, angenehm, schmerzhaft, neutral, auch das steht in Flammen. Womit steht es in Flammen? Es steht in Flammen mit dem Gierfeuer, mit dem Hassfeuer, mit dem Verblendungsfeuer. Es steht in Flammen mit Geburt, Altern, Tod. Mit Kummer, Klagen, Schmerz, Trauer und Verzweiflung steht es in Flammen, sage ich. So, jetzt denkt ihr wahrscheinlich, oh, der Tanmetiko, der ist heute ganz schön voll drauf. So, oder ist vielleicht so die Fortsetzung von einem Weltuntergangsvortrag. Also wenn dem so ist, dann ist es euch genauso ergangen wie mir 1995, glaube ich. Da war ich in Malaysia in einem Meditationszentrum. Das wurde von einem Mönch, von einem chinesischen Mönch in Burma ordiniert, geleitet. Und er hat auch eines Tages eben einen Vortrag gehalten. All is burning. Ja, is burning. Und so weiter. Und da dachte ich auch, boah, das ist ganz schön drauf und so. Hat dann noch ein paar Jahre gedauert, bis ich dann festgestellt habe, dass das also eine Lehrrede vom Buddha ist. Und von daher kein Wunder, dass das so ein doch ziemlich powervoller Text ist. Und also nicht nur irgendeine Lehrrede vom Buddha, sondern von denen, die uns erhalten sind, ist es die dritte in chronologischer Reihenfolge, also ziemlich aus der Anfangsphase. Später wissen wir ja nicht mehr, wann genau die gehalten worden sind, aber die ersten drei wissen wir in der Reihenfolge, also die ersten drei, die erhalten sind. Wir wissen auch, dass er noch mehr in der Zwischenzeit gegeben hat, aber die wissen, kennen wir den Inhalt eben nicht. Ja, und die Lehrrede kann ich auf Pali auswendig. Und die wurde bei Lumpur Tongdeng oder wird wahrscheinlich auch noch in der Regenklausur einmal in der Woche rezitiert. Und von daher traue ich mir also so eine improvisierte deutsche Übertragung zu, ohne jetzt da im Buch nachzuschauen. Hat auch noch einen anderen Grund, warum ich das so mache. Also die Lehrrede geht los mit, so habe ich gehört, einmal hielt sich der Erhabene bei Gaya auf, das ist in der Nähe von Bodh Gaya, wo wir einige demnächst hinfahren werden. Am Gaya-Haupt, das ist ein Berg, zusammen mit einer Tausendschaft von Bhikkhus. Dort richtete sich der Erhabene folgendermaßen an die Bhikkhus, an die Mönche. Und dann kommt es, was ich gerade eben gesagt habe, dass alles in Flammen steht. Und dann geht's weiter. Das Ohr steht in Flammen. Klänge stehen in Flammen. Hörbewusstsein steht in Flammen. Hörkontakt steht in Flammen. Und was an zu fühlenden Dingen bedingt durch Hörkontakt entsteht, angenehm, schmerzhaft und neutral, auch das steht in Flammen. Wodurch steht es in Flammen? Es steht in Flammen durch das Gierfeuer, das Hassfeuer, das Verblendungsfeuer. Es steht in Flammen mit Geburt, Altern und Tod. Durch Kummer, Klagen, Schmerz, Trauer und Verzweiflung steht es in Flammen, sage ich. Dann kommt, die Nase steht in Flammen und Gerüche stehen in Flammen, dazugehörige Bewusstsein, Kontakt, Gefühl. Und dann wieder, wodurch steht es in Flammen? Gier, Hass und Verblendung. Geburt, Alter, Tod, Kummer, Klagen, Schmerz, Trauer und Verzweiflung. Dann kommen Zunge und Geschmäcker, Körper und Berührungsobjekte, Geist und Geistesobjekte mit Bewusstsein, Kontakt, Gefühl, die eben in Flammen stehen durch Gier, Hass, Verblendung, Geburt, Alter, Tod, Kummer, Klagen, Schmerz, Trauer und Verzweiflung. Dann kommt die zweite Runde. So sehend wird ein unterrichteter, edler Schüler beim Auge ernüchtert. Er wird auch bei Formen ernüchtert. Er wird beim Sehbewusstsein ernüchtert. Er wird beim Sehkontakt ernüchtert. Was immer an zu fühlenden Dingen bedingt durch Sehkontakt entsteht,
angenehm schmerzhaft und neutral. Auch bei diesem wird er ernüchtert. Er wird bei Ohr und Klängen, Nase, Gerüchen, Zunge, Geschmäckern, Körperberührungsobjekten, Geist und Geistesobjekten ernüchtert. Ernüchtert werdend wird er entreizt. Durch Entreizung wird er befreit. In der Befreiung entsteht das Wissen befreit. Er versteht, Geburt ist zu Ende gebracht, das heilige Leben ist gelebt. Es ist getan, was getan werden musste. Darüber hinaus gibt es nichts mehr. Das ist es, was der Erhabene sagte. Bhikkhus waren entzückt und erfreut über die Worte des Erhabenen. Das ist so das Finale. Und dann kommt noch ein kurzer Trommelwirbel hinterher. Auch während diese Lehrdarlegung gegeben wurde, wurde dieser Tausenderschaft von Bhikkhus das Herz durch Nichtanhaften von den Trieben befreit. Das heißt, die waren Arahants. Alle tausend, während die Lehrrede gegeben wurde. Ich habe also diese Lehrrede schon oft zitiert. Und bei diesem Schluss kommt mir immer ein Gedanke, ist immer derselbe. Was ist dieser Gedanke? Kann das jemand erraten? Das ist die erste Frage. Sascha hat gelächelt. Ist da ein Vorschlag? Warum ist bei uns nicht Bingo gemacht? Das erste Feuerzeug geht an die Ecke. Das wird er nachher abholen. Genau. Warum Sie? Warum nicht ich? Also wenn man sich mit Lehrreden auseinandersetzt, dann sollte man versuchen, die rundum zu verstehen. Das heißt dann nicht, dass wir dann automatisch Arahant werden, aber die Chancen verbessern sich. Lehrreden sind nicht dazu da, Informationen zu sammeln. Also das ist jetzt der eine Grund, warum ich die Lehrrede so frei übersetzt habe, weil alle deutschen Übersetzungen, die ich gefunden habe, haben die Struktur sehr stark verkürzt. Wie ich sagte, 6 Medien sind heute beteiligt, die 6 Sinnesmedien. Natürlich kann man auch sagen, die 6 Sinnesmedien innen und außen brennen. Mit dem dazugehörigen Gefühl, Kontakt, Bewusstsein. Und wenn man daran ernüchtert ist, dann erlangt man Befreiung. Dann habe ich die nacherzählt, eine kurze Zusammenfassung, eine Inhaltsangabe gegeben. Da habe ich die gleichen Informationen. Nur diese tausend, die dann Arahants geworden sind, die haben sich diese Paukenschläge, diese Intensität gegeben. Die haben nicht so eine neutrale Zusammenfassung irgendwie bekommen, sondern der Buddha hat es in aller Genüsslichkeit es denen klar gemacht, dass eben, wenn alles brennt, dass dann nicht nirgendwo eine Lücke mehr zu finden ist. Das ist das eine. Das zweite ist natürlich, dass die halt vielleicht unter Umständen schon gewisse Voraussetzungen hatten, die wir nicht haben. In den meisten Fällen wissen wir das nicht, wenn wir die Lehrreden lesen. Manchmal steht ein bisschen was drüber über den Hintergrund der Leute. In diesem Fall steht sehr viel über den Hintergrund der Leute in den Schriften, aber nicht, wie wir erwarten könnten, im Suttenkorb, in dem Lehrredenkorb, sondern im Vinaya, in der Ordensdisziplin, weil es die dritte Lehrrede war und dann plötzlich 1000 Bhikkhus Arahants geworden sind. Das war so schon ziemlich maßgeblich für die Geschichte in der Anfangszeit der Entwicklung des Mönchsordens. Deswegen steht die Geschichte ausführlich im Mahavagga beschrieben. Also die anderen auch, also die ersten 5 Mönche oder Ex-Asketen-Gefährten des Buddha, die diese Lehrrede vom Drehen des Rades der Lehre gehört haben. Das ist auch nochmal im Vinaya enthalten, die ganze Vorgeschichte. Dann der zweite, das war ein Kaufmannssohn namens Yasa, der Arahant geworden ist, noch während er Laie war, wurde dann aber anschließend Bhikkhu, der also kein Meditierender war, sondern der einfach sehr hohe Paramis hatte. Die dritten, das waren 30 Freunde, die sogenannten Badavagya-Freunde, die sind alle Stromeingetretene geworden. Ja, und dann kamen eben diese 1000, die vorher auch schon Hauslose waren. Und da möchte ich jetzt ein bisschen was aus dem Mahavagga-Übersetzung von Fritz Schäfer vorlesen. Also der Erhabene begab sich nach und nach nach Uruvela. Also er meint wahrscheinlich in Etappen, nicht erst die Füße und dann die Hände, also eine kleine Stielblüte. Zu dieser Zeit lebte in Uruvela. Das ist übrigens der Name von dem Ort, der heute Bodh Gaya heißt, oder zumindest der gleiche Platz, wo der Buddha sein Erwachen erlangte.
Da lebten drei Asketen mit geflochtenem Haar, in Klammer Flechten-Asketen. Da hat dem Übersetzer ein bisschen so die Fantasie oder auch die Kenntnis gefehlt, weil also die Leute, die hießen Jatila, und das waren keine Leute, die sich Haare geflochten haben. Kleiner Hinweis, das Wort kämmen auf Pali heißt Vijatapeti, also entfilzt machen. Und die Jatilas haben eben nicht entfilzt gemacht, sondern haben halt Dreadlocks gehabt. Also Filzhaar-Asketen würde ich das Wort übersetzen, also nicht Flechten-Asketen. Also es waren drei, Uruvela Kasapo, Nadar Kasapo und Gaya Kasapo. Fasst es ein bisschen zusammen, sonst wird es zu lang. Der erste, der Flechten-Asket oder Filzhaar-Asket Uruvela Kasapo, war der Führer und Lenker, der höchste, erste und beste von 500 Flechten-Asketen. Also der hatte 500 Anhänger. Der Nadar Kasapo hatte 300 Anhänger und der Gaya Kasapo hatte 200 Anhänger. Und der Erhabene näherte sich der Einsiedelei des Uruvela Kasapo. Dort angekommen, sagte er, wenn ich dir nicht zur Last falle, möchte ich diese Nacht in der Feuerhütte wohnen. Anmerkung, Flechtenasketen verehren das Feuer als heilig. Nicht fällst du mir zur Last, großer Asket, aber dort ist ein heftiger Nagerkönig mit übernatürlicher Macht, giftig, tödlich giftig, möge er den Erhabenen nicht verletzen. Aber der Erhabene ist dann hat darauf bestanden, hat dann die Nacht in der Feuerhütte da verbracht, hat sich ein Graslager vorbereitet und dann kam dieser Nagerkönig. Für die, die nicht wissen, was ein Nagerkönig ist, also die Figur dahinter dem Buddha ist ein Nagerkönig, also so ein Schlangengeist. Und der Erhabene flammte auf durch das Erreichen des Hitzeelements und hat dann das Hitzeelement des Nagerkönigs besiegt. Und die Flechtenasketen, die um die Hütte herum versammelt waren, sagten, herrlich ist sicher der Freund, der große Asket, aber er wird durch den Nagerkönig gequält werden. Als die Nacht verstrichen war, zeigte der Erhabene dem Flechtenasketen Uruvela Kasapo den Nagerkönig in seiner Almosenschale, wo er ihn hineingeworfen hatte, ohne ihm die Haut, die Unterhaut, das Fleisch, die Sehnen, die Knochen und das Knochenmark zu verletzen. Dies ist der Nagerkönig, Kasapo. Überwältigt ist seine Hitze durch meine Hitze. Da dachte der Flechtenasket, dieser große Asket hat eine große übernatürliche Kraft, eine große Erhabenheit, da er die Hitze des heftigen Nagerkönigs, der übernatürliche Macht hat, die giftig, tödlich giftig ist, durch seine Hitze überwältigt. Aber er ist kein Heiliger wie ich, kein Allerhand. Dann die zweite Episode, da möchte der Erhabene eine Mondlichtnacht, so wie heute, ist ja der Halbmond, also die besonders magische Qualitäten haben, in der Feuerhalle wohnen. Das war also dann wohl ein größerer Raum, ein Versammlungsraum. Und da wohnt noch ein Nagerkönig, also so ein ganz besonders starker Nagerkönig. Und den hat der Erhabene dann auch in seine besiegt und in seine Almosenschale gesteckt. Ein kleiner Unterschied ist, als die Nacht vergangen war, waren die Flammen des Nagerkönigs vernichtet. Um den Körper des rein strahlenden Buddha aber blieben durch seine übernatürlichen Kräfte die verschiedenfarbigen Flammen erhalten. Blaue, rote, purpurne, gelbe und weiße. Also sozusagen, also ich habe da so irgendwie das Bild wie so ein Cowboy, der aus dem Duell kommt, wo der Colt dann noch raucht. Also bei dem ersten, waren also keine Flammen mehr um den Körper des Erhabenen und beim zweiten hat es halt noch ein bisschen gequalmt dann ringsum. Gut, dann hatte der Flechtenasket Vertrauen und sagte, verweile hier, großer Asket, ich werde dich mit Speise versorgen. Ja, dann kommen noch mehrere Wunder, dann haben wir so den Erhabenen in der Nacht die vier Großkönige, das sind sozusagen die Erzengel, könnte man sagen, besucht. Dann der Sakka, der Götterkönig und auch noch ein Brahma und die Flechtenasketen haben das immer mitgekriegt und haben gesagt, ja, letzte Nacht, was war denn da los, da hat so geleuchtet und oder der, ist halt der Sakka gekommen und hat mich verehrt und hat halt da geleuchtet. Und dann waren die alle sehr beeindruckt. Aber immer hat dann der Kasapa gesagt, also der hat schon was drauf, aber er ist kein Heiliger wie ich, kein Arahant. Und das darauf kommt es ja letztendlich an. Also diese äußeren Wunder nicht so bedeutend, sondern die Läuterung des Herzens. Und dieser Kasapa hat eben gemeint, er sei schon ein Arahant. Ja, dann kommen noch so verschiedene andere Wunder im Zusammenhang mit Feuerholz und Feuer anzünden und Feuer wieder löschen und
Dann kommt noch was Interessantes. Dann wurden dem Erhabenen Kleidung aus fortgeworfenen Lumpen angefertigt. Da dachte der Erhabene, wo soll ich nun die Kleidung aus fortgeworfenen Lumpen waschen? Und der Götterkönig Sakka hat ihm dann mit der Hand einen Teich gegraben. Hierin, verehrungswürdiger Erhabene, wasche die Kleidung aus fortgeworfenen Lumpen. Da dachte der Erhabene, worauf soll ich die Kleidung aus fortgeworfenen Lumpen walken? Und der Sakka hat ihm dann einen großen Felsen hingestellt. Hierauf, verehrungswürdiger Erhabener, walke die Kleidung aus fortgeworfenen Lumpen durch. Aber woran soll ich mich festhalten, wenn ich aus dem Wasser des Teiches komme? Und dann hat so ein Baumdeva einen Zweig herabgebogen und die flechten Asketen haben dann gesagt, ja, gibt's das, hier ist ein Teich und ein Stein und der Zweig hing drunter, das war doch vorher nicht so. Naja, und der Buddha hat es dann halt erzählt und dann waren die wieder sehr beeindruckt. Aber wiederum sagt, es ist kein Arahant. Dann kommen Wunder, da hat der Buddha dann Früchte von verschiedenen Bäumen geholt. Also ich nehme an, nachdem wir die nicht pflücken dürfen, das waren runtergefallene und er hat sie dann auch nicht gegessen. Er wollte sie dem Kassapa geben. Und der letzte Baum war also ein Baum in einer Götterwelt. Und da war der Kassapa wieder beeindruckt. Ah ja, das ist noch ein Wunder, was uns auch bekannt vorkommt. Da regnete es und große Wassermassen stürzten herab, sodass die Gegend, wo der Erhabene weilte, vom Wasser überflutet wurde. Da dachte der Erhabene, ich will das Wasser nach allen Seiten zurückgehen lassen, damit ich auf staubtrockenem Boden Gehmeditation praktizieren kann. Und das hat er dann gemacht und dann, ja, so wie der Moses, glaube ich. Ja, Moses konnte das auch. Aber der Moses war auch kein Arahant. Ja, also gut. Und der Uruvela Kassapa wieder beeindruckt, aber gesagt, ja, ist trotzdem kein Arahant. Und da hat der Erhabene gedacht, so, jetzt reicht's. Lange Zeit fiel diesem törichten Menschen ein, der große Asket hat große übernatürliche Kraft, große Erhabenheit, aber er ist kein Heiliger wie ich. Ich werde nun diesen Flechtenasketen aufrütteln. Und der Erhabene sprach zum Flechtenasketen Uruvela Kassapo, nicht bist du, Kassapo, ein Heiliger, noch hast du dich auf den heiligen Pfad begeben, noch hast du die richtige Vorgehensweise, durch die du ein Heiliger werden oder dich auf den heiligen Pfad begeben kannst. Da fiel der Flechtenasket Uruvela Kassapa vor dem Erhabenen nieder, beugte sein Haupt zu Füßen des Erhabenen und sprach, ich möchte beim verehrungswürdigen Erhabenen das Asketenleben führen. Vom Erhabenen möchte ich als Mönch aufgenommen werden. Dann sagt er, naja, du hast aber 500 Schüler, also die musst du schon auch vorher fragen, aber die wollten auch unbedingt dann zum Buddha und da Mönch werden und so war es dann auch. Dann schnitten jene Flechtenasketen ihr Haar ab und ihre Flechten ab und warfen es zusammen mit ihren Asketen, Bedarfsgegenständen und ihren Feuerverehrungsgegenständen ins Wasser. Dann gingen sie zum Erhabenen, fielen vor ihm nieder, beugten das Haupt zu seinen Füßen und sprachen, wir möchten beim verehrungswürdigen Erhabenen das Asketenleben führen. Vom Erhabenen möchten wir als Mönche aufgenommen werden. Kommt, ihr Mönche, sprach der Erhabene. Gut dargelegt ist die Lehre, nehmt den Reinheitswandel auf euch, um allen Leid ein Ende zu machen. Das war für diese Ehrwürdigen die Aufnahme in den Orden. Das war in der allerersten Phase des Ordens die Ordinationsmethode, dass der Buddha nur sagte Ehe Bhikkhu und dann war das gültig und nur er konnte auf diese Art Ordination durchführen. Also heute ist das ja eine längere Prozedur, dauert ungefähr eine Dreiviertelstunde oder so. Sangha-Kammer, wo der Orden einstimmig praktisch einen aufnehmen muss und also eine kompliziertere Prozedur geworden. Aber jetzt kommt noch ein netter Schluss. Der Flechtenasket Nadar Kassapo sah die abgeschnittenen Haare, abgeschnittenen Flechten, die Asketen, Bedarfsgegenstände und Feuerverehrungsgegenstände im Wasser schwimmen und dachte, wenn nur mein Bruder nicht in Gefahr ist. Das Bruder ist übrigens nicht so im Sinne von Ordensbruder gemeint, sondern ich habe also in Pali nachgeschaut, das Bhatuno ist tatsächlich richtige, die waren richtige Brüder, also leibliche Brüder, diese drei. Also, wenn nur mein Bruder nicht in Gefahr ist, so sandte er Flechtenasketen. Geht und schaut nach meinem Bruder. Und er selber ging mit den 300 Flechtenasketen dorthin, wo der ehrwürdige Uruvela Kassapo weilte und sprach. Ist das besser, Kassapo? Ja, Bruder, das ist besser. Und dann haben die es ihm gleich gemacht und dann sah der Gaya Kassapo dann eben von 800
800 Dreadlocks da vorbeischwimmen und Asketenbedarfsgegenstände. Und er ist dann auch hingegangen und hat auch nur gefragt, ist das besser? Dann haben wir gesagt, ja, ist besser. Und das hat gereicht. Und das ist auch irgendwie schon, wirft ein gewisses Licht darauf, wie die Leute drauf waren. Also die waren keine, wie wir manchmal so meinen, oder so dieser Buddhistendünkel, so auch gegenüber den fünf ersten Asketen, das waren alles Deppen oder Fakire, oder das waren ganz im Gegenteil, das waren Leute, die sehr weit waren, nur wo einfach so dieses Quäntchen gefehlt hat, dieses Ausrichten in Richtung richtiger Ansicht, um ihre enormen spirituellen Fähigkeiten in die richtige Richtung zu lenken. Denn ihr könnt euch vielleicht vorstellen, wie schwierig das ist für jemanden, der 20 Jahre, 50 Jahre lang Dreadlocks gezüchtet hat, die aufzugeben. Also wir hatten hier schon einer von den Sado-Brüdern aus Bayreuth, der hier bei uns auch schon mal zu Gast war, hat inzwischen auch eine Glatze. Aber im Allgemeinen schneiden sie die nicht so gerne so leicht ab. Nur weil einer sagt, ja, das ist besser. Aber offensichtlich haben sie schon gemerkt, dass sie so nicht richtig weiterkommen. Auch wenn dieser erste Kassapa der Meinung war, er sei ein Heiliger. Aber irgendwie ja, hat er ein bisschen noch was noch gefehlt. Und erstaunlich auch dieses Vertrauen gegenüber den Gefährten. Weil der hat ja nur keine Begründung gewollt. Der wollte nur wissen, ist das besser, was du jetzt machst, dass du und deine 500 Leute sich die Haare abgeschnitten haben. Sagt er, ja, das ist besser. Wie kommt dieser Wandel zustande? Ich meine, die Wunder, die am Anfang stattgefunden haben, waren ja beeindruckend. Ein Teich plötzlich entstanden, ein Stein plötzlich da und all die anderen Dinge. Ein Nager in der Almosenschale. Das letzte Wunder war Telepathie, eigentlich was ganz Unspektakuläres. Aber die Leute waren schon so weit, dass sie sich eben von diesem äußeren Schnickschnack, von diesen Gimmicks nicht so sehr haben beeindrucken lassen. Aber der zeigt mir ins Herz und sagt, du bist noch kein Arahant. Das hat dann bei ihm den Ausschlag gegeben. Ist auch nicht selbstverständlich. Die meisten Leute lassen sich eben von spektakulären Wundern beeindrucken. Der Buddha hat auch bei Leuten, die jetzt nicht so weit fortgeschrittene Praktizierende waren, hin und wieder mit solchen Tricks gearbeitet. Aber im Großen und Ganzen hat er das nur sehr zögerlich eingesetzt. Und er hat Mönche, die irgendwie was in der Richtung machen wollten oder ihn aufgefordert haben. Ich glaube, das letzte Mal habe ich das erwähnt, Kevada Sutta, da war ein Mönch, der gesagt hat zum Buddha, ja, zeig dir mal ein paar Wunder, dann kannst du die Leute beeindrucken. Der Buddha hat dann gesagt, nee, das bringt's nicht. Die Mönche sind angehalten, eben auch keine Wunder zu zeigen. Also wundert euch nicht. Wir dürfen gegenüber Mitmönchen Wunder zeigen oder auch sagen, wenn wir die Fähigkeit haben, irgendwie solche Tricks auszuführen. Aber also Laien gegenüber, selbst wenn wir es tatsächlich können, dürfen wir es nicht sagen. Das ist so ein mittelschwerer Regelverstoß. Und das Vorführen ist ein kleinerer Regelverstoß. Aber der Buddha wusste natürlich selber am besten, wann sowas angebracht ist, wann sowas passend ist. Ja, also offensichtlich spielt das Feuer eine zentrale Rolle bei denen. Deswegen hat der Buddha auch diese Lehrrede gehalten, die vom Titel her einen etwas unhandlichen Namen hat. Also Adita Pariyaya Sutta, das bedeutet Brennen, Ablauf, Lehrrede. Also dann kann man sich selber zusammenreimen, wie dieses zusammengesetzte Hauptwort gemeint ist. Entweder Lehrrede über den Ablauf des Brennens oder eine Lehrrede, die in deren Ablauf das Brennen verwendet wird als Methode oder so. Es gibt auch die Mula Pariyaya Sutta, die erst in der mittleren Sammlung Wurzelprozess oder Vorgang oder Ablauf Lehrrede. Wird immer Feuerpredigt genannt. Das klingt so ein bisschen wie Pech und Schwefel, so Fire and Brimstone Predigen. So kommt es vielleicht auch rüber, wenn man so anfängt, alles brennt und so. All is burning. Aber es ist tatsächlich auch gemeint, aufzurütteln. Diese Leute waren keine Feueranbeter, wie es manchmal verstanden wird. Und den Kult um das Feuer, den sie gemacht haben, der hatte auch nichts mit Schillum anzünden zu tun.
Und wenn sie das in den Fluss geworfen hätten, die sind meistens in der Stein, die schwimmen sowieso nicht. Weil die meisten der heutigen Flechten-Asketen, Filzhaar-Asketen in Indien mehrere Tulas am Tag rauchen, also ordentliche Mengen an Chagas, also an Haschisch rauchen. Aber diese sicherlich nicht. Gut, dann will ich mal ein bisschen drüber kontemplieren, was denn Feuer überhaupt dann für eine Rolle gespielt haben könnte für die. Das Feuer hat in der Menschheitsgeschichte von Anfang an einen gewissen Platz in der Spiritualität. Man könnte sogar so weit gehen und sagen, Feuer ist ja schließlich das, was den Menschen vom Tier unterscheidet. Also in dem Moment, wo der Affe zum Menschen geworden ist, also jetzt mal im Pseudo-Darwinismus, war das Feuer da. Ich weiß nicht, in den 80er Jahren gab es mal so einen schönen Film, am Anfang war das Feuer, das haben Sie so, hat den jemand gesehen? Nee? Ach, schade. Das also war nicht so ein Hollywood-Dings, sondern die haben wirklich versucht, so mit Steinzeitsprache auch, das so nachzufilmen, wie das damals wohl war. Und da hatten die eben gerade so das Feuer, aber hatten noch keine Streichhölzer erfunden und hatten sie dann so einen Hüter des Feuers. Und das ist so die einzige Schwachstelle an dem Film ein bisschen gewesen, weil dieser Hüter des Feuers, das war so ein leicht tollpatschiger Schamane, aber es war halt ein Mann. Und wir können davon ausgehen, dass Feuerkult zu der Zeit eine Priesterin gehabt hat. Wie es ja dann auch in späteren Zeiten noch der Fall war, wo dann auch die Differenzierung schon war zwischen dem weiblichen Herdfeuerkult, die Vestalinnen, das waren, glaube ich, sogar Jungfrauen, die dann da die Priesterinnen waren. Und später hat sich dann parallel dazu der Schmiedefeuerkult, der Vulkankult entwickelt. Und das sind ganz unterschiedliche Qualitäten eigentlich. Ne? Mit dem Herdfeuer, da assoziieren wir den Topf, das Gefäß, das Einende, das Sammelnde. Mit dem Vulkan-Schmiedefeuer, das ist das Eruptive, da werden Pfeilspitzen und Schwerter und meinetwegen auch Pflugscharen hergestellt, also mehr so dieses Vorwärtsdringende, Eindringende, auch Zerstörerische. Papancha, die Ausbreitung, und der Herdfeuer ist mehr das Sammelnde. Also dieser Gegensatz. Ja, die Menschwerdung, man, das Feuer ist am Anfang sicherlich vom Himmel gekommen. Die ersten Feuerquellen werden Blitze gewesen sein, die irgendwo eingeschlagen haben und was in Brand gesetzt haben. Und von daher schon mal diese höhere Macht, die runterkommt. Aber es war dann eine gewisse, eben diese Menschwerdung schon notwendig, um damit umzugehen. Also ich bin nicht so auf dem laufenden Stand, was so die Medien angeht, aber ich habe von Schimpansen gehört, die einfache Computerprogramme bedienen können, aber ich habe noch von keinem gehört, der irgendwie, was weiß ich, ein Feuer anzündet. Ja, der Vestalinnen-Herdfeuerkult, der ist jetzt durch die Erfindung der Mikrowelle ausgestorben. Den Vulkan, den eruptiven Feuerkult, den hatten wir erst vor ein paar Tagen, am 31. Dezember wurde der ausgiebig gefeiert, da werden also jedes Jahr Millionen diesem Gott geopfert durch so Rumgeballer und ja, Feuerdarbringung, könnte man sagen. Eine Religion, wo das Feuer sehr wichtige Rolle spielt, ist dann die Parsen, die zoroastrische Religion, die aus Persien gekommen ist. Wobei ich jetzt nachgelesen habe, dass die Bezeichnung Feueranbeter eigentlich auch von ihren Gegnern eine verleumdende Bezeichnung ist. Die sind gar keine Feueranbeter, sondern bei denen hat Feuer eben eine spirituelle Qualität. Das ist ein Symbol für Reinheit, weil es eben nicht verschmutzt werden kann und weil es immer nach oben brennt, also ein Symbol sozusagen, auf das die sich konzentrieren. Und so gewisse Festivals, die haben, die sind dann sogar in den Islam eingedrungen, bei den Schiiten in Persien, in Iran, wo die halt vorher waren. Also lokal begrenzt ein bisschen, aber ja, also diese Reinheit des Feuers, dieses Motiv finden wir auch in den Lehrreden, jetzt aber nicht auswendig. Sagt der Buddha zu seinem Sohn, Rahula, entwickle Meditation, die gelassen wie Feuer ist. Denn wenn du Meditation entwickelst, die gelassen wie Feuer ist, werden erschienene, angenehme und unangenehme Kontakte nicht in dein Herz eindringen und dort bleiben. Gerade so wie Feuer saubere Dinge und schmutzige Dinge, voll Kot
Urin, Speichel, Eiter und Blut verbrennt und das Feuer deswegen nicht entsetzt, gedemütigt und angewidert ist, genauso entwickle Meditation, die gelassen ist wie Feuer. Also auch hier diese Nichtverschmutzbarkeit, diese Nichtstörbarkeit des Feuers. Nur das Feuer hat nämlich hier keine herausragende Stelle, keine herausragende Position, weil der Buddha sagt nämlich das genau dasselbe über entwickle Meditation, die gelassen wie die Erde ist, weil die Erde ist auch nicht verschmutzbar letztendlich. Das Erdelement, Ausgedehntheit, Festigkeit bleibt wie es ist. Mach Meditation, die gelassen wie Wasser ist. Das Windelement wird auch erwähnt. Also das, von daher finden wir jetzt keine Erklärung dafür, was also diese Sonderstellung des Feuers oder was diese Flechtenasketen damit gemacht haben könnten, um ihren Geist so weit vorzubereiten, dass er eben innerhalb einer Lehre zur Arahants werden. Ja, ich habe da noch gelesen, dass die bei den Parsen, die haben also Tempel verschiedener Güte und da die höchste Qualität, das ist das Feuer des Sieges von den drei Heiligkeitsgraden. Feuer des Sieges, da gibt es 9 Tempel weltweit, die so ein Feuer haben. Da muss Feuer aus 16 Quellen herbeigeschafft werden, von einem Blitz, von einer Leichenverbrennung, von den verschiedenen Zunftfeuern, also Schmied und so weiter, Koch, was weiß ich, also die mit Feuer arbeiten. Herdfeuer der 4 Kasten, das haben die also anscheinend auch. Dann wird eine Reinigungszeremonie vor dem Dazugeben durchgeführt von 32 Priestern und das dauert ein Jahr. Und dann muss man noch dafür sorgen, dass das Feuer reingehalten wird und so weiter. Und jetzt hören wir mal, was der Buddha dazu sagt. Weil nämlich bei den Brahmanen ist auch diese Idee da, wenn ich zum Beispiel ein Opferfeuer mache, dass dieses Feuer auf eine besonders reine, zeremoniell reine Art und Weise angezündet werden muss. Was meinst du, Asalayana? Das ist ein brahmanischer Student. Angenommen, ein kopfgesalbter adeliger König würde 100 Männer von unterschiedlicher Geburt versammeln und zu ihnen sagen, kommt, meine Herren, all jene, die in eine adelige Familie geboren wurden oder in eine brahmanische Familie oder in eine königliche Familie, sollen einen Reibestock aus Salaholz, Salala-Holz, Sandelholz oder aus dem Holz des Granatapfelbaumes nehmen und damit ein Feuer entfachen und Hitze hervorbringen. Und all jene, die in eine Familie von Unberührbaren geboren wurden, eine Familie von Fallenstellern, eine Familie von Korbflechtern, von Stellmachern, Straßenkehrern, sie sollen einen Reibestock nehmen, der aus einem Holz von einem Wassernapf für Hunde, einem Schweinetrog, einem Apfeleimer oder aus Rizinusölholz hergestellt wurde und damit ein Feuer entfachen und Hitze hervorbringen. Also das eine wird mit einem ganz teuren, tollen, duftenden Holz und das andere mit Abfallholz im Prinzip entfacht. Was meinst du, wenn von jemand aus der ersten Gruppe ein Feuer entfacht und Hitze hervorgebracht wird, würde jenes Feuer eine Flamme haben, Farbe und Schein und wäre es möglich, es für Zwecke zu verwenden, für die Feuer geeignet ist? Dagegen, wenn von jemandem aus der zweiten Gruppe ein Feuer entfacht und Hitze hervorgebracht wird, würde jenes Feuer keine Flamme haben, keine Farbe und keinen Schein, wäre es nicht möglich, es für Zwecke zu verwenden, für die Feuer geeignet ist. Und dieser brahmanische Student, der vorher den Standpunkt eben körperlicher und kastenmäßiger Reinheit und Unreinheit vertreten hat, musste dann zugeben, naja, Feuer ist Feuer, es brennt halt. Es spielt keine Rolle, wie das hergestellt wurde. Also diese rituelle Reinheit haben wir in der Buddha-Lehre nicht, was Materie angeht. Also Reinheit findet nach der Buddha-Lehre im Geist statt. Läuterung. Was sagen das Feuer in den semitischen Religionen, also bei den Juden und Christen, da so die Beschreibung von Gott als brennender Busch, als Feuersäule, als ewige Flamme. Dann haben wir zu Pfingsten die Flammenzungen des Heiligen Geistes. Und wir haben die Scheiterhaufen für die Ketzer gehabt. Es ging ja nicht nur darum, die tot zu machen. Da hätten wir sie ja auch irgendwie aufs Rad flechten können oder irgendwas. Sondern es ging auch diesen Aspekt des Verbrennen, des Teuflischen, des Bösen, was also die
Vorherrschaft der Kirche bedroht. Wir haben auch in buddhistischen Kreisen die Selbstverbrennung als Fanal. Ja, es gibt die Möglichkeit, langsam und nachdrücklich durch Hungerstreik oder schnell und spektakulär durch sich selber anzünden. Wobei das natürlich aus buddhistischer Sicht schon sehr bedenklich ist, natürlich, klar. Im Hinduismus spielt das Feuer eine Rolle als Mediator, als Mittler zwischen dem Menschen und den Göttern und wird sogar als Zunge von Vishnu oder Narayana, dem höchsten Gott, nach einer Richtung im Hinduismus bezeichnet. Das gab es wahrscheinlich schon zur Zeit des Buddha, diese Vorstellung, weil in einer Lehre der Vorher, in der 92. der mittleren Sammlung, da spricht der Buddha wiederum zu einem Filzhaar-Asketen namens Kenya, ein Anumodana, das Kenya-Anumodana, das zu meinem Lieblings-Anumodanas gehört. Und das war der erste, der dem Orden nachmittags Saft spendiert hat. Und der Buddha fängt dann an mit den Zeilen Akihutam Mukhayanya. Mukha heißt Mund. Und wie im Lateinischen pars pro toto, das ein Teil für das Ganze, Mund, kann auch Gesicht bedeuten. Gesicht kann auch Haupt bedeuten. Haupt kann auch Hauptsache bedeuten. Und mit diesen verschiedenen Bedeutungsebenen spielt der Buddha in diesem Anumodana. Also das würde jetzt ein bisschen zu sehr vom Thema ablenken, aber es geht los. Das Feueropfer ist der Mund des Opferns. Also es ist einmal die Zunge, der Mund des Gottes, aber er führt es dann weiter. Der ist sozusagen die hauptsächlichste Opfergabe und dann sagt er, gibt es ein Versmaß, ist der Mund der Versmaße und dann der König ist das Oberhaupt der Menschen, bis hin natürlich Sangha ist das beste Verdienstfeld. Also wenn man Verdienste erwerben will, ist der Mund des Sangha sozusagen am besten geeignet. Das war so dieses Anumodana, der Ausdruck der Wertschätzung gegenüber diesem Filzhaar-Asketen, der eben dem Orden Saft spendiert hat zum ersten Mal. Wie funktioniert das Ganze? Habe ich auch nachgelesen. Also Agnihotam, auf Sanskrit Agnihotra. Man braucht trockene Kuhfladen und da macht man so kleine Bällchen draus und die werden dann je nach Zeremonie in verschiedenen Arrangements da hingestellt, dann mit Butterfett getränkt und angezündet. Und in das Feuer schmeißt man dann noch Sesamkörner und Gerstenkörner. Aber auch dort ist natürlich neben der rituellen Handlung das Geistige wichtig und dieses Mantra, was dazu gesagt wird, gibt es in verschiedenen Varianten, je nachdem, zu welcher Gottheit man da opfert. Das ist deins, nicht meins. Also dieser ritualisierte Vorgang des Loslassens. Dies ist deins, nicht meins. Ich habe schon ein paar Mal, glaube ich, ein anderes Übungsmantra oder Koan aus dem Hinduismus oder aus der vedischen Religion der damaligen Zeit zitiert, wo der Buddha gesagt hat, es kommt darauf an, wie man das dann anwendet, ob es Erfolg hat oder nicht in der Praxis. Und es lautet, wenn es nicht wäre, dann wäre es nicht meins. Was geworden ist, das überwinde ich, oder so ähnlich. Also die Vorstellung, Anhaftung loszuwerden, indem man das Objekt der Anhaftung los wird. Loslassen. Klamotten, ein Objekt der Anhaftung, ich habe nur meine Roben. Ins Restaurant gehen, ein Objekt der Anhaftung, lasse ich los, ich habe meine Almosenschale. Natürlich, diese Frugalität, diese Askese ist gut geeignet, um den Geist in eine bestimmte Richtung zu lenken, wo er sich eben weniger abhängig von Sinnesdingen macht. Aber in diesen Lehrreden, wo dieses Mantra erwähnt wird, sagt der Buddha, man kann auch noch an den höchsten meditativen Zuständen anhaften. Im Bereich von weder Wahrnehmung noch Nichtwahrnehmung. Weiß man noch nicht mehr mal, da ist nichts mehr da, was man noch loslassen könnte, aber noch genug da, an dem man anhaften kann. Dieses Ich, was diesen Zustand erlebt. Und genauso ist es natürlich mit einer Opferzeremonie, die so gut sie sein mag und so wirkungsvoll sie sein mag, das ist deins, nicht meins, aber es könnte meins sein,
oder es war mal meins. Das heißt, es stellt den Besitzer, dass es im Prinzip einen Besitzer gibt, nicht in Frage. Das Ende einer Opferzeremonie in dieser Art ist, dass man das Feuer beobachtet, dass man ins Feuer schaut. Für diejenigen, die mal vielleicht über das Feuer-Casino mal was gelesen haben, also man kann Feuer jetzt nicht unbedingt die Lichteigenschaft und auch nicht die Hitze, sondern die Qualitäten des Feuers, also nicht die Form der Kerzenflamme oder so weiter, sondern die Qualität des Feuers, das Verzehrende sozusagen, als Meditationsobjekt hernehmen und in die Einspitzigkeit bringen. Das nennt man die Feuer-Casino-Meditation. Und um das überhaupt in Gang zu setzen, verwenden viele eine Kerzenflamme, in die sie reingucken. Und wenn ich in ein Opferfeuer reinschaue, dem Zuschauer, wie es verbrennt, ja, dann kann man es vielleicht noch nicht unbedingt Feuer-Casino-Meditation nennen, aber auch da kommt der Geist zur Ruhe. Jeder kennt wahrscheinlich das am Lagerfeuer sitzen und dann wird man ganz still und friedlich innerlich oder ins Herdfeuer gucken oder sowas in der Art. Ich habe in meiner Hütte eine Salzlampe, ist auch nicht schlecht. Aber im Grunde kommt es darauf an, diese Dinge in sich zu haben, nur es wird sozusagen angeregt durch dieses äußere Objekt, das ins Feuer gucken. Aber die 1000 Kassapa-Leute, diese Ex-Filzhaar-Asketen, die waren keine Feueropferer. Das würde auf Pali Agihoti heißen, sondern das Wort, was da verwendet wird, ist Agika Jatilaka, also Flechtenasketen, die was mit Feuer zu tun gehabt haben. Vielleicht sollte ich an der Stelle noch erwähnen, dass diese Flechtenasketen im Winter ja eine Sonderstellung einnehmen. Wenn ich noch in meiner Vorstellung dieses Deins und nicht mehr Meins oder das ist Meins und das ist Deins habe oder das Gegenüber ein höheres Wesen, ein Gott und das Feuer selber, Agni ist ja auch eine Gottheit im Hinduismus. Ja, das ist diese Vorstellung, Feuer, das ist irgendwie so ein Spirit, das ist so, ja, was den Affen zum Menschen gemacht hat. Irgendwie, ja, also man kann das schon irgendwie sich vorstellen, dass da eine spirituelle Qualität dahinter steckt. Aber solange ich noch diese Dualität habe, da Gott, hier ich, das sind eigentlich nur zwei Seiten einer Medaille, nämlich dass ich mein Selbst, dieses als ewig empfundene Ich, bestätige und festige. Nur, es gibt in dieser Form der falschen Ansicht, die ja nun jeder hat, der noch nicht ein Sotapanna ist, sogar die Buddhisten, die ihren Katechismus super auswendig können, fallen eigentlich noch unter die Kategorie, aber jetzt Leute, die explizit einer anderen Lehre angehören, die so an ein Selbst glaubt oder an einen Gott glaubt, da gibt es ja auch eine ganze Bandbreite. Da gibt es also angefangen von denen, die sagen, Gott lenkt alle meine Schritte und ich bin sozusagen nicht verantwortlich für das, was ich tue. Bis hin zu, ich habe schon eine gewisse Eigenverantwortung. Das war übrigens genau die Frage, die mich damals zugebracht hat, aus der Kirche auszutreten. Ich war ja früher bei den Jesus People und war ja ein gläubiger Christ und fand Jesus toll und so weiter. Aber die Frage, warum musste Judas hängen dafür, dass er Gottes Plan ausgeführt hat? Oder muss ich die 10 Gebote einhalten, um in den Himmel zu kommen? Solche Fragen, die mir immer nicht so richtig beantwortet worden sind. Also wie gesagt, das zeigt schon, dass es da eine gewisse Bandbreite gibt. Und die Leute, die einer Religion dieser Art angehören, die also an ein Selbst glauben oder an ein höheres Selbst glauben oder wie auch immer, die, wenn die Mönch werden wollen in der Buddha-Lehre, müssen die eine vier Monate Probezeit einhalten. Und der Buddha hat 2 Ausnahmen gemacht. Nämlich einmal diese Flechtenasketen und zweitens seine Verwandten aus dem Sakya-Land. Also das eine war natürlich das Verwandtenprivileg, aber diese Flechtenasketen hat er deswegen ausgenommen, weil er gesagt hat, es sind Kammerwadis, also die glauben an Kamma. Das heißt, die glauben vielleicht an Feuer, ist, was weiß ich, ein höherer Spirit, aber ich bin trotzdem für meine Handlungen verantwortlich. Also da ist niemand anders, der mir irgendwas aufträgt und befiehlt und sowas. Von daher waren die von ihrer Sichtweise offenbar schon sehr, sehr kompatibel mit dem, was der Buddha gelehrt hat. Da hat eben nur noch so ein bisschen was gefehlt. Das Christentum zum Beispiel ist ein ziemliches
ziemlich unklar, welche Position die Christen da einnehmen. Ne? Jesus hat auch gesagt, wer durch das Schwert tötet, wird durch das Schwert umkommen. Das ist Kammer. Oder, also, dass man eben Verantwortung hat für seine Taten. Und dann später eben dieser Erlösergedanke hat dann wieder diese Verantwortlichkeit für die eigenen Taten voll zunichte gemacht. So die Paulusbriefe, wo drin steht, tue gute Werke ohne zu glauben, ist völlig für die Katz. Oder sei ein Sünder, aber glaube an die Vergebung, naja, macht nichts. Das ist natürlich schon falsche Ansicht. Ich habe bei Ajahn Jeff nachgeguckt, weil ich das nochmal wissen wollte mit dieser Probezeit. Das ist also Ajahn Thanissaro, das ist so der Vinaya-Experte unter den westlichen Mönchen. Also der hat sogar ein paar harte Sätze in seinem Buch drin über Angehörige anderer buddhistischer Traditionen. Also die so Vorstellungen haben, dass man durch bestimmte Rituale irgendwie das Kammer beeinflussen kann oder neutralisieren oder sonst irgendwie was kann. Ja, also was haben die jetzt mit dem Feuer gemacht, die Feuerasketen? Also wenn sie ins Feuer gestarrt haben und in dem Text steht drin, dass die Früh und Abend jeweils ein Feuer angezündet haben, dann haben sie als Nebeneffekt wahrscheinlich Feuerkasina gehabt und drüber meditiert. Also der Geist hatte ja eine gewisse Stärke in der Sammlung, Samadhi. Also die konnten meditieren, die konnten bei der Sache bleiben, die konnten bei einer Lehre zuhören, ohne drüber nachzudenken, was sie denn dazu meinen, sondern einfach nur zuhören und zur Wahrheit vordringen. Also diese Power hatten die offensichtlich alle. Vielleicht haben sie auch schon über Feuerelement kontempliert, so ähnlich wie es in der Dhatuvibhanga Sutta heißt. Was ist das Feuerelement? Das Feuerelement kann entweder innerlich oder äußerlich sein. Was ist das innere Feuerelement? Was immer an inneren zu einem selbst gehörenden Dingen Feuer, feurig und Objekt der Anhaftung ist. Also das, wodurch man gewärmt wird, wodurch man altert und aufgebraucht wird. Und das, wodurch das, was gegessen, getrunken, verzehrt und geschmeckt worden ist, vollständig verdaut wird. Und was sonst noch an inneren zu einem selbst gehörenden Dingen Feuer oder feurig und Objekt der Anhaftung ist. Dies nennt man das innere Feuerelement. Sowohl das innere Feuerelement als auch das äußere Feuerelement sind einfach nur Feuerelement. Und das sollte mit angemessener Weisheit der Wirklichkeit entsprechend gesehen werden. Dieses ist nicht mein, dieser bin ich nicht, dieser ist nicht mein Selbst. Wenn man es mit angemessener Weisheit der Wirklichkeit entsprechend so sieht, dann wird man gegenüber dem Feuerelement ernüchtert und macht das Herz entreizt in Bezug auf das Feuerelement. Das möglicherweise haben sie auch so kontempliert. Diese unpersönliche Eigenschaft des Feuers kontempliert. Aber da kann man natürlich wieder einwenden, naja gut, das ist dann aber wieder eins von vier. Es könnten ja auch, hätte ja auch Raumelemente oder eins von fünf, Erde, Wasser, Windelement gewesen sein können. In der Buddha-Lehre hat das Feuer keinen absoluten Platz. Keine unhinterfragte Ja-Nein-Stellung. Es ist keine kategorische Lehre. Es ist eine relative. Der Buddhismus hat relative Aussagen zum Feuer. Also ist Feuer gut oder ist schlecht? Es kommt darauf an. Da gab es einen Brahmanen, der ist zum Buddha gegangen, hat gesagt, da war gerade ein großes Tieropfer in der Vorbereitung. 500 Stiere, 500 Fersen und Farren und Ziegen und Widder. Und gehört habe ich, Herr Gotama, dass das Darbringen des Feueropfers und das Aufrichten des Opferpfosten hohen Lohn und Segen bringt. Auch ich, Brahmane, habe das gehört. Und dann sagt der Brahmane, na, dann sind wir ja einer Meinung. Und dann sagt der Ananda, Moment. Er hat gesagt, er hat es gehört. Und so soll man einen Tathagata nicht ansprechen, sondern soll lieber fragen, wie ist denn ein Feueropfer durchzuführen, damit es hohen Lohn und Segen bringt. Und der Brahmane ist dann natürlich, ja, sieht ein, dass er da ein bisschen zu nassforsch war und fragt dann eben. Und der Buddha sagt dann, wer ein Feueropfer darbringt, der richtet bereits vor dem Opfern drei Schwerter auf, unheilsame, leiderzeugende, leiderwirkende, das Schwert in Werken, Worten und Gedanken. Also die Gedanken, so und so viele Tiere sollen getötet werden. Dann die Worte, tötet so und so viele Tiere und dann eben die Ausführung der Handlung. Also der Buddha geht hier die Frage, ist Feuer gut oder schlecht, ist Opfern gut oder schlecht, bringt es auf eine kategorische Lehre, nämlich Kammer. Es gibt heilsam und es gibt unheilsam. Und das Töten von Tieren ist eben unheilsam. Drei Feuer hat man zu verwerfen, nicht zu unterhalten, zu vermeiden, nämlich das Feuer der Gier, das Feuer des Hasses, das Feuer der Verblendung. Warum?
Von Gier hast Verblendung getrieben, besessenen Herzens führt man in Werken, Worten, Gedanken einen schlechten Wandel. Wiederum, er begründet es, indem er das auf heilsam, unheilsam zurückführt, auf die kategorischen Lehren. Drei Feuer hat man in gutem Zustand zu erhalten, indem man sie achtet, ehrt, schätzt und hochhält. Welche drei? Das opferwürdige Feuer, das Feuer des Familienvaters und das gabenwürdige Feuer. Und die drei Feuer sind Mutter und Vater, ist das opferwürdige Feuer, um die man sich kümmern soll. Das Feuer des Familienvaters sind seine Frauen, Kinder, Knechte, Diener und Arbeiter. Und das gabenwürdige Feuer sind die Asketen und Priester, die in Duldsamkeit und Milde gefestigt einzig ihr Ich bezähmen, zur Ruhe bringen und erlöschen lassen. Das ist das gabenwürdige Feuer. Und als siebtes nennt er das Holzfeuer. Nun, das kann man schlecht reduzieren auf Kamma oder die vier edlen Wahrheiten. Dann sagt er, das hat man von Zeit zu Zeit anzuzünden, von Zeit zu Zeit zu beobachten, von Zeit zu Zeit auszulöschen, von Zeit zu Zeit am Brennen zu halten. Wiederum, es kommt darauf an. Feuer ist einfach nur Feuer. Die Idee, Feuer ist gleich Spirit, also dass da sowas Lebendiges, was Seelenhaftes dabei ist und dass das was mit dem Geist, mit dem Ich zu tun hat, das finden wir in einer Lehrrede, wo gezeigt wird, wo ein Bhikkhu der Meinung war, das Bewusstsein, also die Gegenwart des Erlebten, das was immer so, das Erleben an sich, dass das das Ich ist, dass das unveränderlich ist. Und da sagt der Buddha, habe ich nicht in vielen Lehrreden bedingt entstandenes Bewusstsein dargelegt? Getrennt von Bedingungen gibt es keine Entstehung von Bewusstsein. Aber du, fehlgeleiteter Mensch, du hast uns durch dein falsches Verständnis falsch dargestellt. Und dann bringt er eben das Gleichnis. Genau wie Feuer nach den jeweiligen Bedingungen, in deren Abhängigkeit es brennt, klassifiziert wird. Wenn Feuer in Abhängigkeit von Holzscheiten brennt, gilt es als Holzfeuer. Wenn Feuer in Abhängigkeit von Reisigbündeln brennt, gilt es als Reisigfeuer. Gras gilt als Grasfeuer. Das gleiche dann über Kuhmist, Häcksel, Abfall. Genauso, wenn Bewusstsein in Abhängigkeit von Auge und Form entsteht, gilt es als Sehbewusstsein. Wenn Bewusstsein in Abhängigkeit von Ohr und Klang entsteht, gilt es als Hörbewusstsein. Und so weiter. Also die Bedingtheit, dass nicht, dass da irgendwo ein Bewusstsein rumschwebt und es sucht sich irgendwas zum Erleben und wenn es gar nichts gäbe, wäre das Bewusstsein trotzdem da, das ist verkehrt. Sondern Bewusstsein entsteht eben in dem Moment, wo Auge und Form zusammentrifft, entsteht Sehbewusstsein. Die drei zusammen sind Kontakt. Und das wird eben mit dem Gleichnis vom Feuer illustriert. Wir haben noch eine andere Lehrrede, wo die so ähnlich aufs Ähnliche hinausläuft. Da ist auch ein Wanderasket, auch einer, der vorher einer anderen Richtung angehört hat, der den Buddha gefragt hat, ob er nach dem Tod existiert oder nicht existiert oder weder noch. Und der Buddha hat immer gesagt, das trifft nicht zu. Und dann hat dieser Wanderasket, der dann übrigens auch Arahant wurde, später und Mönch beim Buddha, gesagt, also irgendwie verliere ich jetzt alles Vertrauen, also das macht mir überhaupt keinen Sinn. Und dann fragt ihn der Buddha, Vajra Gotta hieß der, angenommen, ein Feuer würde vor dir brennen, würdest du wissen, dieses Feuer brennt vor mir? Das würde ich, Meister Gotama. Wenn dich jemand fragen sollte, Vajra, in Abhängigkeit, wovon brennt dieses Feuer, das da vor dir brennt, was würdest du antworten? So gefragt, Meister Gotama, würde ich antworten, dieses Feuer, das da vor mir brennt, brennt in Abhängigkeit von seinem Brennstoff, von Gras und Zweigen. Wenn jedes Feuer vor dir erlöschen sollte, würdest du wissen, dieses Feuer vor mir ist erloschen? Das würde ich wissen, dieses Feuer vor mir ist erloschen. Wenn dich jemand fragen sollte, als jenes Feuer vor dir erlosch, in welche Richtung ging es da? Nach Osten, Westen, Norden oder Süden? So gefragt, was würdest du antworten? Das ist nicht zutreffend, Meister Gotama. Das Feuer brannte in Abhängigkeit von seinem Brennstoff, von Gras und Zweigen, wenn er verbraucht ist, falls es keine weitere Zufuhr erhält, wenn es ohne Nahrung ist, gilt es als erloschen. Ebenso Vajra ist jene Form, die jemand, der den Tathagata, den Buddha, beschreibt, heranziehen könnte, vom Tathagata überwunden worden, an der Wurzel abgeschnitten, einem Halmstrumpf gleichgemacht, beseitigt, so dass sie künftig im Entstehen nicht mehr unterworfen ist. Der Tathagata, der Buddha, ist von der Erfassbarkeit im Sinne der Form befreit. Er ist tiefgründig, unermesslich, schwer zu ergründen wie der Ozean. Der Ausdruck Wiedererscheinen ist nicht zutreffend,
Nicht-Wiedererscheinen ist nicht zutreffend. Sowohl-Wiedererscheinen auch Nicht-Wiedererscheinen ist nicht zutreffend. Weder noch ist auch nicht zutreffend. Das heißt, man kann nicht sagen, der Buddha wird wiedergeboren oder er wird nicht wiedergeboren. Der Kommentar sagt natürlich, ja, aber der Buddha wird ja nicht wiedergeboren, wenn er ein Arahant ist. Aber die Frage war, das Selbst eines Tathagatas, wenn das von Bedingungen abhängig ist und diese Bedingungen sind beendet, da ist es völlig irrelevant. Dann ist da nichts mehr da, auf das dem oder Begriff nicht wiedergeboren werden überhaupt zutrifft. Ja, dieser Vajragotha, der hat dieses Gleichnis mit dem Feuer ganz gut verstanden. Anscheinend hat er ja auch vorher mal öfters ins Feuer geguckt und das beobachtet und diese Bedingtheit gesehen. Und möglicherweise war das genau die Situation, in der sich die 1000 Flechtenhaar-Asketen befunden haben. Der Vajragotha hat gesagt, das Feuer brennt in Abhängigkeit von seinem Brennstoff. Eine nette, wahrscheinlich nicht zufällige Sache nebenbei. Das Wort Brennstoff auf Pali bedeutet Upadana. Und das ist das gleiche Wort wie anhaften oder ergreifen. Also wenn ich jetzt die Flamme so betrachte, die Flamme ist der Spirit, haben wir gesagt, ne? Die Seele, das Ich. Kann ich sagen, die Kerze brennt? Könnte ich sagen, aber jemand anders könnte sagen, nee, die Kerze brennt nicht, sondern die Flamme brennt. Jemand könnte sagen, die Flamme verbrennt die Kerze. Jemand könnte sagen, die Flamme brennt nur wegen der Kerze. Da ist so eine wechselseitige Bedingtheit da. Man kann nicht genau sagen, wer ist jetzt hier aktiv und wer ist da passiv. In der deutschen Sprache müssen wir uns immer entscheiden, aktiv oder passiv. Entweder ich erdulde etwas oder ich bin derjenige, der was macht. In Pali gibt es noch einen weiteren Modus, das Medium nennt sich das. Das ist so ein Mittelding zwischen aktiv und passiv. Im Deutschen können wir das so ein bisschen nachahmen, wenn wir also einen Medium-Inhalt ausdrücken wollen durch das Reflexivpronomen. Wenn ich jetzt die Hand hier drauf halte, dann könnte ich sagen, ich verbrenne mich. Da bin ich derjenige, der was tut. Ich halte die Hand da in die Flamme rein. Aber ich bin auch derjenige, der dann Brandblasen an der Hand hat. Kennt jemand den Honda Kiss? Das ist eine rechteckige Verbrennung zweiten Grades auf der Innenseite des rechten Unterschenkels. Das passiert, wenn man sich in Thailand ein Motorrad leiht und mit kurzen Hosen fährt und dann unachtsam absteigt. Am Auspuff ist der Honda Kiss. Ist auch Medium, ne? Ich verbrenne mich. In Pali gibt es noch so ein paar Wörter oder Zusammenhänge, die dieses Medium ausdrücken, zum Beispiel Wahrnehmung. Was nimmt Wahrnehmung wahr? Wahrnehmungen. Was fühlt Gefühl? Gefühl natürlich. Also wenn ich sage, ich nehme ein Gefühl wahr, dann ist das verkehrt. Ich muss sagen, ich fühle ein Gefühl. Ich nehme eine Wahrnehmung wahr. Und der Buddha hat jetzt die Lehrrede so aufgebaut, er hat gesagt, die ganze Welt steht in Flammen. Das, was ich durch meine Sinne mache, ist meine Welt. Aber in dieser Welt bin auch ich enthalten. Die Flamme gehört auch zu der Welt dazu. Feuer von Gier, Hass und Verblendung, das ist sozusagen die zweite edle Wahrheit, ist die Ursache von Leiden, brennt. Aber Alter, Geburt, Tod, Kummer, Klagen, Schmerz, Trauer, Verzweiflung, das ist die erste edle Wahrheit. Das Ergebnis brennt auch. Man kann da nicht unterscheiden. Vielleicht hatten diese Flechtenasketen so eine Vorstellung, dass die Flamme des Ich irgendwie so von der Welt Besitz ergreift. Und der Buddha weist sie jetzt darauf hin, dass diese Bedingtheit nicht in einer Richtung geht. Dass dieser Handelnde, dieses Ich, dieser Verbrennende, den sie da versucht haben zu ergründen, dass der eigentlich von seinem Brennstoff abhängig ist. Vielleicht haben die Vorstellung gehabt, wenn ich die Natur des Feuers verstehe, dann kann ich Gier, Hass und Verblendung in mir verbrennen. Meine Herzenstrübungen ausbrennen, irgendwie sowas in der Art. Und der Buddha sagt, ja, aber genau dieses Feuer ist ja der Grund dafür, dass alles brennt. Denn das Auge ist ja nicht das fleischliche Auge, sondern wie wir das letzte Mal schon hatten, das ist der Luger.
Die Welt, die ich mir baue, in der Welt bin ich ja enthalten. Die Welt gibt mir einen Platz. Aber die Welt habe ich selber gebaut. Aber die Welt gibt mir meinen Platz. Wenn wir uns im Kreis sich drehen. Das Feuer brennt die Kerze dadurch, dass es die Kerze gibt. Das Anfangszitat Anupadaya Asavehi Chitane Vimuching Suti, durch Nicht-Anhaften wurden ihre Herzen von den Trieben befreit. Könnte man auch sagen, weil ihnen der Brennstoff ausgegangen ist, wurden ihre Herzen befreit. Diese Anhaftung ist der Brennstoff. So, jetzt kommt die zweite Frage. Das zweite Feuerzeug wird ausgelobt. In der christlichen Mystik, das hat jetzt einer als Parallele gesehen, da wird gesagt, die ganze Welt steht eigentlich fortwährend in einem verzehrenden Brande. Unsere eigenen Begierden und unsere Leidenschaften, sind sie etwas anderes als ein verzehrendes Feuer? Ich lese nochmal vor. Die ganze Welt steht eigentlich fortwährend in einem verzehrenden Brande. Unsere eigenen Begierden und unsere Leidenschaften, sind sie etwas anderes als ein verzehrendes Feuer? Die Frage A, ist es jetzt so ziemlich dasselbe, was der Buddha gesagt hat in der Feuerlehrrede? Ja? Okay, schon ausgeschieden. Ich hätte es jetzt selber beantwortet, aber okay, warum nicht? Was ist der Unterschied? Was ist ein wichtiger Unterschied, der wesentliche Unterschied? Also nochmal, die ganze Welt steht eigentlich fortwährend in einem verzehrenden Brande. Und der Buddha sagt, alles steht in Flammen oder alles brennt. Also Sabam Aditang heißt eigentlich, alles brennt, aber ich habe es in Flammen stehen übersetzt, weil wenn ich sage, das Auge brennt, dann denkt man so an Seife in der Dusche, dass man die Augen kriegt, oder die Zunge brennt, das war ab 500 Scoville aufwärts und ab 2 Millionen steht sie dann wirklich in Flammen oder so. Deswegen, also da ist das Gleiche, ne? Die Welt steht in einem Brande oder alles brennt. Und dann sagt der Buddha, alles brennt durch das Feuer von Gier, Hass und Verblendung. Und hier steht, unsere eigenen Begierden und unsere Leidenschaften, sind sie etwas anderes als verzehrendes Feuer? In der Sprache kommt es vielleicht nicht so deutlich raus, obwohl es da steht, unsere eigenen, meine Begierde. In der Darstellung des Buddha, alles brennt durch Gier, Hass und Verblendung, da ist überhaupt kein Platz mehr für den, der so außerhalb steht. Ne? Ich bin hier, das ist die Welt, meine Begierde, habe ich damit überhaupt nichts zu tun. Aber wenn ich der Brennstoff bin und wenn ich gleichzeitig die Flamme bin, dann schaut die Sache schon anders aus. Also das Feuerzeug kriege ich selber. Es ist kein leichtes Thema, weil man die 1000 schlechten Asketen, ja, denen hat es auch so schnell keiner nachgemacht. Ne? Also da gab es noch ein paar andere Cracks, aber das waren so 1000 auf einen Schlag. Beeindruckend. Die Lehrrede des Buddha umfasst beide Aspekte. Sie umfasst sowohl die zweite und die erste edle Wahrheit, also das Leiden und die Ursache des Leidens. Das Feuer ist die Ursache des Leidens und es ist das Leiden zugleich. Ich denke, dass dieser Twist, dass die Vorstellung, ich bin das Feuer, das die schlechten Eigenschaften verbrennt, und der Buddha gedreht hat, diese Vorstellung, ein Feuer zu sein, ein Spirit, ist von Bedingungen abhängig. Und das haben die ja die ganze Zeit über gesehen. Von daher musste er sie diese Analogie vom Feuer auf ihr eigenes Erleben übertragen. Ich denke, dass das möglicherweise der Schlüssel dazu ist, warum das bei denen geschnackelt hat.